Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Heute probiere ich es wieder mal mit einem Shader. Mei, es ist so schön. Der Shader ist echt hübsch. Und die warmen Sonnenstrahlen, die Morgenstrahlen, ach tun die gut. Wie schön, wie schön. Ja, was stellen wir heute an? Ich habe leider nicht, wie versprochen, geangelt oder sonst irgendwas gemacht. Ich war stinkundfaul. Ich gebe es ehrlich zu, ich hatte keine Zeit. Ich hatte keine Zeit. Nein, nicht eine Minute hatte ich Zeit für Minecraft, weil, ja, zum einen muss ich hier mal ernten. So, ja, und zwar, ihr wisst ja, nebenbei spiele ich ja auch ein bisschen World of Warcraft. Und wir haben da ja gerade Raid-technisch, also unsere Stammgruppe, die da eben diese größeren Bosse besiegt, in einem Schlachtzug, wie es so schön heißt, da haben wir jetzt momentan ein Range-Problem, also sprich Fernkämpfer-Problem. Und ich habe mich bereit erklärt, weil ich es auch wollte, selbstverständlich, ich wurde nicht gezwungen, ich habe mich bereit erklärt, von meinem Schurken auf den Jäger zu rerollen und habe jede freie Minute des Tages damit verbracht, meinen Jäger auf Vordermann zu bringen. Ich wollte kochen. Nur was? Was haben wir denn überhaupt noch? Ja. Jedenfalls Jäger auf Vordermann zu bringen und habe deshalb kaum Zeit gehabt, hier irgendwas Sinnvolles zu machen. Und außerdem, ja, ihr wisst es ja selber auch, eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist auf dem Markt erhältlich, Zelda. Das neue Zelda-Spiel ist da und natürlich hat das auch, ja... noch den letzten Krümel Freizeit, den ich hatte, aufgeschlungen mit Freuden. Und ja, jetzt bin ich halt eben leider gezwungen, wieder ein bisschen hier zu fischen. Es tut mir sehr leid für euch. Ach so, das war der Sonnenuntergang. Ich dachte, das wäre der Aufgang gewesen, weil es so schön war. Ups, Entschuldigung. Ja, es ist wieder stockfinstere Nacht, wie wir es am liebsten haben oder am meisten hier ist bei mir. Auf jeden Fall. Bla bla bla. Ja, ich hatte eben, wie gesagt, nicht so viel Zeit in letzter Zeit. Das ist schönes Deutsch. Aber ich will mich bemühen, dass es in Zukunft besser läuft. Und ja, wie weit geht denn noch die Angel? Ein bisschen wird sie noch aushalten. Ich brauche ein Schwert, sehe ich gerade. Wir werden mal vorstellen, ein Schwertelein basteln. Und das leckt schon wieder, ne? Jetzt geht es einmal gut und dann leckt es wieder. Das ist halt... Ach so, weil die Welt generiert. Deshalb, ja, da brauche ich mich gar nicht wundern. Ich gescheite Frau. So. Ja. Hammerstöckchen. Irgendwo noch. Hammerschwert irgendwo noch. Hammermetall noch irgendwo. Habe ich überhaupt irgendwas? Ja, ja, leg nur. Leg nur, wenn du die Welt aufbaust. Mach. Da Hammerstöckchen habe ich sogar. Habe ich sogar. Dann brauche ich nur noch Stein. Weil Eisen nichts mehr haben tun, ne? Nein. Gut. Bitte. Dann machen wir es eben halt so. Aber Holz habe ich. Passt. Da werde ich nämlich noch ein paar Stöckchen machen müssen. Eichenholz. Holz, aber keine Stöckchen. Okay, so. Machen wir das mal so. So und so. Also warte. Teilen und so. Ich mache gleich alles. So. Dann so und so. Dann machen wir... Achso, Schwert, ich depp. Entschuldigung, Schwert geht ja so. Meine Güte, Zocki. Was kannst du eigentlich? Ja, ihr wisst es doch. Gar nichts. Das ist... ist ja ganz normal. So, dann hätte ich noch gern Schaufel. Da fällt mir auch schon wieder eine. Der Knochen muss weg. Eine Axt will ich noch bauen. So, dann sind wir schon wieder ein bisschen gerüstet. Und vielleicht noch eine Hackespitz. So, Hackespitz. Da. Ist jetzt ein bisschen unordentlich. Ich weiß, Moment. Werden wir gleich schön machen. Es leckt schon wieder furchtbar, ne? Wann ist denn die Welt fertig? Hm, jetzt vielleicht schon? Ich glaube, die baut immer noch auf. Krawuzi, Krawuzi. Naja. So. So. Wo ist der Stab? Stecken. 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 Da. Die tue ich auch mal weg. So. Was machen wir, was haben wir noch? Erde. Will ich noch behalten, weil da hinten können wir einen Weg weiterbauen. Holz können wir wirklich mal so eine Partie wegtun.
Ja, der ganze Matsch, der soll eigentlich zu Ziegel verarbeitet werden. Das können wir eigentlich machen. Vielleicht können wir da so schöne Treppchen bauen. Das wollte ich damit eigentlich ursprünglich machen, glaube ich. Warte, zuerst noch Holz. So. 1, 2, 3, 4. Das müsste mal reichen. Oder doch mehr. Machen wir gleich so. Gut. Gut ist. So. Peter. Reinschoppern. Da. So. Und natürlich der ganze Matsch. Bitteschön, da kannst du schon arbeiten jetzt. So. Bist du schon fertig, du Früchtchen? Nein. Ist der Salat mal fertig? Der braucht am längsten. Ach, der tut nichts weiter. Der hat keinen Bock. Naja. Gut. Dann werden wir mal schlachten, ne? Schauen wir, ob wir ein paar Spinnen anfinden. Es leckt, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Ich will mal mit Shader spielen, ey. Nicht immer nur mit den anderen Zeugs. Ja. Da kommt schon wieder der erste Zombie. Sehr's. Ja. Wusch, wusch, wusch. Das klappt ja sehr gut. Jawohl, ich habe ihn getroffen. Wusch, wusch. Wusch. Jawohl, der ist schon mal eingegangen. Supi. So, haben wir was? Ich hoffe, wir haben alles. So, Spinnchen. Spinne, wo du sein? Hallo, Spinne. Wir brauchen Spinnen. Matsch gibt's genug. Also Matsch, Schleim halt. Diese Viecher. Aber Spinnen. Spinnen sind Mangelware. Hallo, Spinnchen. Ich brauche Fäden. Wo du sein? Hüp. Ah, das wird schön, wenn da mal eine Stufe ist. Matsch, Matsch, überall Matsch. Wahrscheinlich irgendwann mal ein Creeper da hinter mir. Ja. Da ist schon wieder so ein Matschhaufen. Komm her. Also Schleimhaufen, würde ich sagen. Ja. Matsch. Ja. So, apropos Erde. So, die Erde. Tack, 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 tack. So, dann noch hier weg. Und da weg. Tack, so. Das schaut ja schon mal zu schlecht aus. So, zack. Ja, Gras weghauen, geht auch. Warte, bin ich da jetzt richtig? Eigentlich gehört es hier hin, ne? So. Warte, mit der Schaufel geht's besser. So, wusch, weg da. So. Zack, zack. Von mir aus hauen wir es da auch noch hin. Ja. Ich glaube, hübsch ist was anderes. So, tap, tap, tap. Dann müsste der nochmal noch weg. Also Schaufel. Zack. Und ich denke mal, hier so, zack. Passt die Erde nochmal reingehauen. So. Und dann hier nochmal ein bisschen. So, wenigstens so verbinden mal. Wie viel Erde habe ich ja nicht mehr. So, da noch, dass ich nicht versinke. So. Und da noch von mir aus. So. Momentan mal die letzte Erde. Na komm. So. Hui. Jo, das geht. So, ist irgendwo ein Schurke, ein Bösewicht? Nein. Der Mond, der Mond. Ach, wie schön, der Mond. Jo. Passt. Dann würde ich sagen, tun wir wieder ein bisschen fischen. Ja, wusch, wusch, wusch. Hä? War das richtig? Ich hoffe. Und dann schnell einen Fisch verknuspern. Einfach mal so roh weg damit. Damit wir was gegen den Hunger haben. Und dann muss ich schnell noch Fisch braten und dann passt es wieder. Aber irgendwie passt das mit dem Shader überhaupt nicht, oder? Dürfen die Wolken überhaupt sein? Die da? Ich habe keine Ahnung. Hallo, Fischi. Jawohl, Fischi. Jam, jam, jam. So, jetzt sind wir mal geschützt. Das ist gut. Wir brauchen nicht sterben. Oh, jetzt ist der Sonnenaufgang, ne? Da hinten wäre das schön. Mei, mei, schau. Oi. Der Wald steht in Flammen. Schön. So, komm, Fischi. Fischi, 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 Fisch.
Ich habe ihn gar nicht dran schleichen sehen. Ah, tack. So, haben wir schon. So, und der nächste. Der ist Boogie. So. Jetzt. Was ist denn da unten für ein komisches Ding? Habe ich mir wohl eingebildet. So, komm, Fisch, Fisch. Ein bisschen geht die Angel noch. Da, 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 3 Stunden später. Seht ihr die Fische herschwimmen? Ich sehe gar nichts. Ich möchte mal über was hüpfen. Wahrscheinlich wegen einem Shade oder so, ne? Kann das sein? Wahrscheinlich. Aber im Wasser ist er ja, im Wasser ist er. Wollte ich gerade nachfragen, in dem Moment beißt der Fisch an. Der Haken muss halt unbedingt im Wasser sein, sonst funktioniert das nicht. Jo. Na, man sieht das echt nicht mit dem Shader. Wow, der war schnell. Was ist denn das? Eine Forelle. Das ist eine schnelle Forelle. Da, da, ba, 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 ba. Ba 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 dül 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 dam dam da da. Was schwimmt denn da hinten? Das sieht auch interessant aus. Oder sind das einfach nur die Wellen? Das sieht aus, als wenn da hinten was schwimmen wird. Fischi Fisch, komm, bei Fuß. Du musst in den Ofen. Ich habe Hunger. Ah, 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 ah. Wir haben das Meer leer gefischt. Nix da, denkst du. So. Boah, da wurdelt's da hinten. Schau mal, alles voller Tintenfische. Ach du Heilige. Eines Tages werden sie aus ihrem Meer hervorgekrochen kommen und die Weltherrschaft an sich reißen. Die überrennen uns mit ihren 8 Ärmchen da. Oder 6? 6, ne? Komm, Fischi. Frauchen hat Hunger. Ja, sauber. Und weiter geht's. Ja, wir sind noch nicht am Verhungern. Wir sterben noch nicht. Das ist sehr gut. Aber jetzt muss ich dann bald zurück. Ein bisschen Fisch braten. Tja, was stellen wir denn heute an? Wie könnten wir denn die Höhle marschieren? Das wäre mir sogar sehr lieb, weil der Eisenvorrat ist ja schwer zu neigen, ne? Und was ich jetzt echt mal machen muss, ist das Baumhaus anschauen, wie es von hier aus ausschauen tut. Hallo? Fischi? Komm? Ich weiß, es gibt Spannenderes. Tut leid. Tut mir sehr, sehr leid. So. Ich hatte echt keine Zeit. Ich habe mich an Zelda festgesaugt, wie eben so ein Tintenfisch an seiner Beute. So auf der Art. Baumhaus, da. Schaut das toll aus? Hier, da ist es. Da steht's. Ich hoffe schon, oder? Ich meine, oben wird es jetzt dann ein bisschen schmaler werden. Weil oben nur mal quasi das Schlafzimmer sein wird. Ich glaube, da gibt es hässlicheres, oder? Und dann, wie gesagt, da müssen wir halt noch die Bäume hier ein bisschen höher bringen. Dann sollte es hier quasi so vernetzt werden. Ah, das wird, glaube ich, schon schön. Sollen wir noch einen Fisch? Einen Fisch wagen wir noch. So, einen Fisch noch. Und dann gehen wir zurück. Oh, der Fisch könnte mir jetzt das Leben kosten. Ich habe übersehen, dass mein Hunger derweil nicht mehr gesättigt ist. So, na komm, Fischi Fisch. Eine schnelle Forelle bitte. Oder so. Hm. 4 Stunden später. Die Session für heute schon wieder vorbei dann. Hallo, komm. Jawohl, Fischi. Perfekt. So, wir nehmen das Schwert wieder für den Fall der Fälle, dass mich hier irgendwas verhauen will, so muss ich sagen. Laufen ist vielleicht keine gute Idee. Dann werde ich wahrscheinlich noch mehr Energie verbraten. Mann, Mann, Mann.
Komm, Welt, lad schneller. Ich habe gerade 5 FPS. Ausreichend, oder? 5, ey. Das kann ich nicht sein. Hühnchen! Unser Hühnchen ist noch da, wie schön. So. Ja, das klappt super. Das klappt richtig super. Mit dem Shader. Prima. Ich werde mal kurz laden, glaube ich. Warte kurz. Ja. Und so. Und so. Vielleicht ist jetzt besser. Ja, wir haben 15 FPS. 9, 7, 8, 10, 5, was? 9. Okay. Das schwankt ein bisschen. Okay, ist wieder schlecht. Hui, hui und hui. Wenigstens sind wir daheim. Das ist ja schon mal was. Hui. Und rauf in unser gemütliches Häuschen. Und da steigt die FPS wieder. Jetzt aber der Ernst. Jetzt bin ich hier verreckt. Komm, die paar Meter hättest auch noch aushalten können, du Klumpert. Echt. Mann, ey. Die paar Meter. Wäre nicht mehr viel gewesen. Und verreckt wieder hier, ne? Ah, Mädel. Es ist wieder typisch, ne? Das ist aber auch fies mit dem Hunger. Das ist halt richtig fies, okay? Ich werde den Shader, glaube ich, wieder raustun. 7. Wohl, jetzt ist es ein kleines bisschen besser. Jetzt sind wir wieder bei 5. 7, 5, 5, 7. Da kann sich nicht entscheiden. Ja, das war, glaube ich, auch nicht so schlau, was ich hier mache. Weil ich komme da nicht mehr rauf, ne? Ja, ja, natürlich. So, 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 so. Wasser. Au. Halt, halt, halt. Da habe ich vergessen, die Stufen zu machen, sehe ich gerade. Oh nein, mein Grabstein ist weg. Ah, der ist oben, ne? Boah, Alter. So, ich hoffe, der ist oben. Grabstein. Da ist er, Gott sei Dank. Alter Schwede, Gott sei Dank. So, dann räumen wir da aus, ne? Schlau, 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 schlau. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, ich dachte, das geht sich aus, ne? Der eine Fisch hat mir jetzt echt das Leben gekostet. Ja, ist ja eh nichts Neues, oder? Ist doch wohl nichts Neues. Das ist das typische Zocki-Verhalten hier. So. So. Aber dafür sind wir wieder satt. Ein Stück halt, zumindest. Was bist du? Roter Aal, genau. Roher Aal. Roter Aal. Ach ja. Warte. Da kommt das Werkzeug hin. So. Und so. Und so. Und so. Können wir denn nicht einen Schlammkuchen machen? Das wäre auch schon geholfen. So und so. tut mir leid. Noob-Alarm. So. 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 Ach, da hätte ich sogar noch mehr Äxte gehabt. Okay, ups. Und noch eine Schaufel. Stimmt, da habe ich zu viel gebaut, ne? Nicht schlau. So, fertig. Passt. Dann hauen wir den weg. Bam, weg ist er. Und wie schaut es bei euch aus? Da geht die gar nichts weiter. Hallo. Ah, doch, doch, doch. Schau mal, schau mal, schau mal. So, so. Da. Eine Himbeere. Köstliche Himbeere. Ist da eine ins Wasser geplumpst? Nein, schaut nicht aus. So, die Gürkchen. Die eine da ist auch schon wieder fertig. Super, und die auch. Nein, die braucht noch. Salat braucht auch noch. Schön. Da haben wir schon wieder ein bisschen was. Ja, ich glaube, den Shader kann ich wieder raustun. Ach, wie schade. Ich habe einfach noch keinen gefunden, der irgendwie passt. Die hier funktionieren noch am besten. Traurigerweise. Na, nicht essen. Hilfe. Okay, wir sind voll. So, wir sind voll, voll, voll. Das heißt, das kommt mal hier rein. Zack. Also, die köstlichen Gürkchen. Dann die Beeren. Wir könnten wieder Marmelade probieren. Achso, ich habe noch keinen Zucker, stimmt. Da war ja was. Kein Zucker, nichts haben tun. So, nur das kleine... Doch, was ist das? Salz, ne? Das war Salz, da haben wir Zucker. Da haben wir noch ein paar Früchtchen. Naja, vielleicht nehme ich 5 Stück mit. Als Nachspeise für gleich. Ja, da werden wir... So...
Die Ziegel nehmen wir raus und den Fisch stecken wir rein. Das hört sich falsch an. Äußerst falsch. So, mal eine kleine Vorspeise, eine Beere verschlingen. Yam, yam. So, perfekt. So, der Ofen. So, tauschen wir aus. Ach ja, der ging ja nicht zum Kochen. Richtig. Da. So, dann kommt ein Fisch hier hinterher. So, Mahlzeit. Yam, 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 yam. Dann wieder eine Beere vielleicht. Yam, 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 yam. War nicht zu viel. Langsam. So. Nächstes Fischi. So. Schön voll essen. Yam, 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 yam. Was mache ich da? Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Schneidbrett, du bist wieder. Na, Herrschaftszeiten. Schneidbrett hier hin. Ah, und das hier hin. Apropos Schneidebrett. Sushi war mit Reis, ne? Da habe ich mich jetzt wieder vertan, tut. Da ist der Fisch. So. Mann, das leckt schon wieder so schlimm. Mahlzeit. So, yam, yam. So, nächster Fisch. So, dann braten wir den noch weg. Und die drei behalte ich auf als Reserve quasi. Das müsste ich schon mal fürs Erste wieder reichen. Na, so richtig satt wären wir noch nicht, ne? Es wäre halt echt cool, wenn ich irgendwie Weizen herkriege. Ich muss mich da erkundigen. Nicht mal für das hatte ich Zeit. Mann, Mann, Mann. So. Soll ich noch ein Fischi essen? Ich esse noch ein Fischi. So, den Rest behalte ich wieder auf. Ist schon wieder Nacht? Das gibt's ja nicht. Hä? Haben sich gerade die Kisten bewegt? Was ist denn jetzt los? Ich darf nicht mehr essen. Hä? Warte mal kurz. Was geht denn jetzt ab? Warte. Machen wir halt wieder mal so. Geht's jetzt? Na, ich darf den Fisch nicht mehr essen. Hä? Hallo? Buggyfisch. Ich darf den Fisch nicht mehr essen. Wartet mal ganz kurz. Ach Gottchen. Ich versuche es nochmal. So, neu zu laden. Ist ja fürchterlich. So, darf ich jetzt meinen Fisch essen? Jetzt ist er weg. Da ist er. So, Fisch? Ich darf den Fisch nicht essen. Was ist denn das jetzt? Hä? Dann lege ich ihn mal da rein. Buggyfisch. So, du Buggyfisch, du. So, das geht hier ab. So. Den braten wir auch noch weg. Dann kommt das eine Fisch hier hin, glaube ich. Oder? Warte, wo waren die Fischis? Die grünen? Hatte ich da irgendwo? Hatte ich die irgendwo? So. Oh, was? Herzhaftes Häppchen. Den konnte ich echt nicht braten. Ach Mist, wofür war der denn? Habe ich da schon welche gesammelt gehabt? Ah, jetzt kann ich das wieder nachschauen, ne? Ich vergesse das immer. Entschuldigung. Ist schon eine Woche her. Green Fishy, wo bist denn da? Was macht man mit dir? Hallo? So. Farbe konnte ich machen, ne? Ach so, ja, da war so ein Köder. Wenn wir Mehl hätten, Fischstäbchen. Ach so, genau so war das. Entschuldigung. Natürlich. Zuerst so, dann Fischi. So, und jetzt kann man das Fischi braten. So war das, genau. Ja. Ja. So, darf ich die Fische jetzt mal essen? Ich bin am Verhungern. Na. Ach so, weil ich voll bin. Ach so. Okay, wenn man unten voll ist, kann man das goldene Symbol hinten scheinbar nicht weiter aufbauen. Ja, das erklärt so einiges. Schlau, 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 schlau. Ja. Entschuldigung. Ah ja, Zocki und so. Gut. Fisch ist fertig. Fisch ist fertig, das ist super. Dann kommt die nächste Partie von dem hier rein. So, noch ein bisschen Holz nachgeschoppert. So. Achso, das war der Ziegel. Lehmziegel-Dingens, ne?
So, der ganze. Dann würde ich sagen, versuche ich doch mal, ob das schon mit Ziegeln geht, Treppen zu bauen. Nein, natürlich nicht. Das muss alles zu diesem Block verarbeitet werden. Zu diesen Würfeldingens. So, und so. Ich glaube, so war das dann. Ich werde es mal kurz testen. Nicht, dass ich was kaputt oder verhauen tue. Ich glaube, so war Treppe, ne? Ja. Gute Zocki. So ist Treppe. Gut. So. So. Und so. Na komm. So. Das verarbeiten wir gleich alles. So. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Jo, ich würde sagen, zack. Viel kriegen wir nicht zusammen. So. Zwei bleiben über mal fürs Erste. Aber wie gesagt, da brutzelt es eh schon. Lehmziegel, sogar mehr. So, ich würde sagen, so wieder. Das passt schon mal. Ah, da kannst du brutzeln, mein Lieber. Da schmeißen wir gleich wieder Holz nach. Und auch wieder Lehm. So. Schön. Warte, dann kann man den einen auch noch reinhauen. Sehr, sehr gut. Und dann nochmal so. Und gut ist. Da kann er schon, da können sie jetzt schon arbeiten. Fein. So, ich hätte es trotzdem gerne. So, die Beere ist auch fertig. Bitte, bitte, werd endlich fertig, Baumwolle. Bitte. Ich brauche ein Bett. Ich bin mit einem wirklich zufrieden, ich schwöre. Ich schwöre dir. Ich schwöre dir das. So, wie schauen wir jetzt da oben aus? Gut, ich muss da ein ganzes Stück weiter rein. Das heißt, hier ist das eine. Eins, zwei. Würde ich sagen, hier eine Wand zu bauen. Optimalerweise wäre sie hier. Ich hoffe, das wäre dann klein genug. Na, wenn, muss ich sie echt hier bauen, damit ich hier noch ein bisschen Laub davor bringe. Ja, hier wäre es schon besser. Hier so. Immer zwei rein. Dann ist es hier halt ein bisschen knapp. Hier nur so eines frei, ums Eck quasi nur zu gehen, damit man runter kann. Ach so, das ist sowieso verkehrt. So. So. Schon besser. Dass man hier dann auch runter kann. Ja, jetzt kann man, jetzt haben wir eins dann breit. Ja, das passt schon. Ich glaube, das geht. Und hier quasi unser Bettchen. Und vielleicht irgendwann mal eine kleine. So ein Bücherregal und solche feine Geschichten. Und da vorne können wir dann eh noch immer hier so übers Eck so versteckt eine kleine Terrasse machen. Also so einen kleinen Balkon. Ich glaube, das geht. Der wird auch nicht so auffallen, glaube ich. Na gut, das heißt, wir fangen an zu bauen. Bis da unten der Lehmdingens fertig ist. So, wenigstens mal die Markierung setzen. Ah, da gehört auch noch ein Laub rein. Warte. Wusch. Hä? So, schöner. Schöner wohnen. Mit Socki. So, ich würde sagen, 1, 2. Ich würde sagen, hierher. Es wird hier definitiv ein bisschen eng. Das auf alle Fälle. Dann haben wir hier 1, 2. Bin ich da richtig? 1 nach hinten. So. Zack. So müsste es sein. Das ist richtig schmal. Aber hier passt schon. Hier haben wir es etwas breiter. Hier ist es halt schmaler. Und dann nach hinten und dann ist gut. So. Eins, zwei. Eins, zwei. Ich glaube so ungefähr. Warte mal. Dürfte das passen? Eins, zwei. Eins, zwei. Ich glaube, das passt so. So, da nach unten ist gut. Okay, da geht sie echt nicht viel aus. Da geht sie gar nicht viel aus. Aber wer weiß, vielleicht mache ich da noch was Schlaueres. Mal schauen. So, noch ein Stückchen höher. So, dann hier. Ich glaube, das müsste hier schon sein. Eins, zwei. So. Ja. Das ist wirklich etwas klein, ne? Aber soll man machen. Es geht derweil nicht besser, glaube ich. So. Mal schauen, vielleicht mache ich da nur so ein kleines Abstellkammerl. Vielleicht machen wir das Bettchen dann woanders. Mal glubschen. Da. Auf jeden Fall, hier mache ich einen kleinen Ausgang, ne? Dass man hier quasi
So, vielleicht. Na, vielleicht nur eins. So, flutsch und weg. Oder doch? Es wäre aber so besser, so zu machen. Glaube ich. Ich glaube. Vielleicht soll ich doch noch eines, lieber noch eines nach außen gehen. Das ist halt schon echt verdammt eng. Ich glaube, ich gehe noch mal eins nach draußen. Nach außen draußen. Da, so, hier. Ich glaube, so ist besser. Ah, falsch. Entschuldigung. Da müsst ihr her. Da. So. Ich glaube, das schaut schön aus. Warte. Wir brauchen... So. Ich dachte schon mal, die Tastatur ist ausgefallen. Ach. So. Weghauen damit. Weg, weg, weg. So. Es ist halt alles nicht so einfach, das Ganze irgendwie halbwegs schön hinzukriegen. So. Ihr wisst das eh selber. Da braucht man oft... Ui, der Part ist zu Ende. Da braucht man oft, ja, einige Zeit, damit das klappt. Hier werde ich aber nur, hier werde ich es so schmal lassen. Aus purer Absicht. Weil, wegen dem Gras hier, ne? So, und das hauen wir auch noch weg. Das kommt dann. Achso, das war, das darf ich gar nicht, ne? Weil das dann da hinten nicht zusammenpasst, oder? Obwohl, das, oh doch, das wird gehen. Ist schon gut. Ist gut. Dann kommt der noch hin. So, alles gut. Passt. Alles okay. So, das haben wir noch schon weg und dann beenden wir den Part. So, die Ausmessung wurde erfolgreich durchgeführt. So. Ich hoffe, das schaut schön aus. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich beende es mal mit dem Shader. Warte, dass er ein bisschen schöner ist. Für euch und nur für euch. Ich nehme mal den hier. Mal schauen, wie... Oder den da. Mal schauen, wie der tut. So. Mal schauen, wie der tut. Ihr Lieben, da leuchtet es alles. Hui. Ich glaube, das ist auch nicht ganz richtig. Auf jeden Fall bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Let's Play hier schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!